Ja, hallo zu einem kleinen Review von uns. Ja, die Elementsorten sind da. Und zwar haben wir da einmal den Special Green Red Apple, einmal den Energy Drink und noch Mandarine mit dazu. Und ich werde euch jetzt mal ein bisschen zeigen, wie das funktioniert mit dem Tabakwaschen. Und zwar gibt es dazu noch so eine Box voll von Rohtabak. Der sieht so aus. Der ist also relativ, ja. Also der ist total trocken und ja, mittelmäßig klein geschnitten. Da werde ich jetzt ja, ein bisschen warmes Wasser reinfüllen. Und zwar so, dass der Tabak eben mit dem Wasser bedeckt ist. So. So. Das schwimmt jetzt da drin. So, also hier nochmal der erste Schritt. So sieht der Tabak davor aus. Dann wird eben Wasser reingefüllt. Der schwimmt jetzt da drin. Der soll da eine Minute drin ziehen. Ja, er sagte noch, dass man diesen Waschvorgang öfters ja, vornehmen kann. Dadurch wird eben der Nikotin rausgefiltert. Nach dreimaligem Auswaschen, also dreimal diese Prozessur wiederholen, gleich kommt noch das Abtrocknen danach, ist der Tabak fast nikotinfrei. So, wenn das jetzt nach einer Minute eingezogen ist, ich habe das immer so auf so ein Silbertuch vorbereitet. Sieht der Tabak so aus, den habe ich eben schon mit der Hand ein bisschen ausgepresst. Geht natürlich auch mit dem Tuch. Der ist relativ fein, also klebt jetzt an manchen Stellen noch so ein bisschen zusammen, weil ja, der noch relativ feucht ist. Ja, ich drücke da nochmal so ein bisschen die Feuchtigkeit raus, weil ja, das Aroma, was ich gleich dazu tun werde, hat ja sowieso schon genug Feuchtigkeit. So, das Ganze kommt dann zurück hier in die Verpackung rein. So. Gucken, ob ich hier alles mitbekomme. Zur Not könnt ihr das auch, wie ich das erst gemacht habe. Ihr nehmt den Tabak eben aus dieser Dose, wo ja, Wasser reingefüllt ist. Nehmt ihr eben. Obwohl, warte mal, ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Also, der Tabak ist ja hier drin. Und ihr könnt einfach eure Hand am Rand darunter vorhalten. Lasst eben so ein bisschen Wasser rauslaufen, bis der Tabak dann irgendwann von allein eigentlich in eure Hand fällt. Dann habt ihr eben hier so einen Batzen Tabak und der ist echt voller Wasser, den könnt ihr richtig auspressen. So. Und den könnt ihr dann, wie gesagt, wie ich das eben schon gemacht habe, eben auf so ein Zebertuch legen oder auch so einfach auseinanderrupfen, wieder in die, ja, in die Schüssel zurück. Und dann den mit dem Aromen mischen. Ich mache jetzt aber mal mit dem anderen weiter. So. Mal noch die letzten Tabakreste hier ganz kurz hier reinfüllen. So. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Der Tabak ist ja immer natürlich noch ein bisschen nass. Aber ja, nicht so, als wenn er natürlich in Wasser getränkt ist. Vom Volumen her hat er natürlich ein bisschen abgenommen, ist ein bisschen kleiner geworden. Und ja, ich nehme jetzt mal als erstes den ja, Special Green Red Apple. Und zwar tue ich die gesamte ja, Molasse, das sind 100 Milliliter, tue ich da jetzt einfach mal drüber. Man kann zur Not auch noch 20, 10, 10 bis 20% in der Verpackung lassen, je nachdem, wie feucht ihr den Tabak eben haben wollt. Am Anfang nicht wundern, der wird gleich ziemlich in der ja, Dose schwimmen. Also ist echt ziemlich viel Feuchtigkeit. Aber ja, je nachdem, wie lange ihr das Ganze stehen lässt, ja, verdünnt sich das sozusagen wieder. Das heißt, nach einem Tag zieht die Feuchtigkeit eigentlich ziemlich gut ja, in die Rohmasse ein. Ja, je nachdem, wie lange ihr nun den Tabak stehen lässt, umso mehr entwickelt sich eben das Aroma. Ja, wie man sieht, der schwimmt echt hier in dieser Masse. Ist ja ziemlich glitschig und ja, sieht echt extrem feucht aus. Und ja, also wir werden den jetzt ja, ein paar Stunden stehen lassen. Er da sagte eigentlich, man soll einen Tag warten, aber als ich eben noch mal mit ihm telefoniert hatte, sagte er, dass wenn man gerade keinen anderen Tabak im Haus hat, kann man auch gut nach 3 oder 4 Stunden schon rauchen. Und ja, somit kommt da jetzt der Deckel rauf. Ich lasse den einfach ein bisschen stehen. Und dann, ja, hören wir uns wieder, wenn wir nachher am Rauchen sind. Bis dann, tschüss!